mit den sogenannten Goggles und Mozilla WebMaker, auf Deutsch wird das mit Röntgenblick übersetzt, kannst du Websites hacken. Beziehungsweise eigentlich ist das Werkzeug gemacht, damit du HTML verstehst, also die Auszeichnungssprache, die jeder Webseite zugrunde liegt. Du klickst hier auf Röntgenblick. Und jetzt siehst du hier drüben, wird diese Plattform geladen. Und wenn du über die Seite hinwegfährst, werden die verschiedenen Elemente der Seite markiert. Und zum Beispiel wirst du hier aufgefordert, auf dieses Hintergrundbild zu klicken und stattdessen statt Shapes Blur zu schreiben. Und sofort wird das Hintergrundbild ausgewechselt. Hier siehst du den Code dieses Bildes, IMG für Image, SRC für Source, also die Quelle, und das ist der Pfad zu diesem Bild. Und wir haben jetzt effektiv einfach den Namen des Bildes geändert. In diesem Ordner ist offenbar noch ein Bild namens Blur. Wenn du jetzt auf Update tippst, so wird dieses Element ausgewechselt. Interessanter ist es natürlich dann für jede beliebige Seite. Ich tippe hier wieder mal auf Escape, um rauszukommen. Wenn du hier auf Installiere Röntgenblick klickst, so bekommst du hier dieses Werkzeug, das du in die Favoritenleiste oder in die Lesezeichenleiste hineinziehst und von da an steht dir dieses Werkzeug für jede beliebige Webseite zur Verfügung. Ich habe das schon vorbereitet in einem anderen Browser. Hier haben wir einen Bericht auf der SRF-Seite. Ich aktiviere Röntgenblick und tippe nun mal in diesen Titel. Du siehst, ein Titel hat den sogenannten Tag H1, Heading 1 auf Englisch und hier können wir jetzt irgendetwas anderes schreiben? Irgendeine Behauptung können wir in diesen Titel reinbasteln. Mit Update wird das übernommen. Du könntest hier den Lead ändern oder, und das machen wir jetzt noch als nächstes, dieses Bild. Hier siehst du, die Quelle dieses Bildes ist nun sehr lange. Du könntest hier ein anderes Bild von dieser SRF-Seite kopieren. Mit einem Rechtsklick auf das Bild kannst du Bildadresse kopieren und an dieser Seite einfügen. Und schon hast du das entsprechende Bild ausgetauscht. Etwas anderes ist es natürlich, wenn du das Bild in Google suchst. Da klickst du auf Bild ansehen, damit es alleine im Fenster ist. Und die Adresse findest du hier oben. Auch die kannst du kopieren und entsprechend einfügen. Lasse ich jetzt aber, ich übernehme das. Natürlich hast du jetzt nicht effektiv diese Seite geändert. Wenn du jetzt da auf Publish tippst, so wirst du aufgefordert, einen Account anzulegen oder dich anzumelden und dann wird quasi eine Kopie dieser Seite, dieser geänderten Seite, auf einem eigenen Platz im Web abgespeichert.